Todfeinde, zu solchen wurden sie hochstilisiert. Abseits der Arena sollen sie sich eigentlich ganz gut verstehen. Mozart und Salieri, ein Derby mit Zündstoff. Wie will er heute spielen lassen? François Lelieux, der so häufig mit seiner Aufstellung überrascht wird, heute den Ton angeben. Und er bringt die Oboe auf der ungewöhnlichen Position des Spielmachers. Mozart und Salieri, beide sind sich in ihrer Spielanlage nicht unähnlich. Die Streicher sind Dreh- und Angelpunkt. Beide setzen im klanglichen Mittelfeld auf das druckvolle Spiel der Hörner. Ja, wer wird am Ende jubeln? Mozart oder Salieri? Und da ist auch schon der Anpfiff von Signor Piccolo. Die Partie läuft.